Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Folge Nummer 15 sind wir jetzt. Weiter geht's im Programm. Die Aliens greifen nach wie vor immer fleißig an. Ja, da hat sich nicht viel dran getan, aber das ist nicht ganz so schlimm mehr, ja. Die kommen mittlerweile mit roten, aber dafür nicht mehr mit ganz so vielen, so wie es ausschaut. Aber die kommen trotzdem noch. Die Frage ist jetzt, sollen wir uns nochmal aufmachen, um Alien-Nester zu klatschen, weil da bin ich ja ewig dran, bis ich das alles weg habe. Ich würde ganz gerne als nächstes gucken, dass wir hier die schwarzen Wissenschaftspakete bzw. die Militärwissenschaftspakete bekommen, sodass wir da ja ein bisschen weiterkommen, was die Militärforschung angeht, gerade hier so diese Geschütztürme, Scharfschützentürme und auch, was jetzt auch in den Kommentaren kam, Lasertürme, ja, Lasertürme haben wir auch irgendwo. Wo haben wir die überhaupt? Warte mal, da musste man, glaube ich, noch irgendwas für forschen, oder? Es kann übrigens sein, vielleicht hört es im Hintergrund so ein bisschen Geprassel, ja, es ist wieder fleißig am Regnen bei mir. Ich habe mir aber gedacht, ich fange trotzdem an aufzunehmen, weil the show must go on und so, ne? Heute war wieder Land unter bei uns. Ich sag's euch, da kam ein Schutt runter. Das ist der Hammer. Und jetzt ist es einigermaßen moderat geworden, was den Regen angeht und was Blitz und Donner angeht. Aber wir haben ja eh schon alles gehabt hier. Martins Horn in der Aufnahme, egal. Da kann auch ein bisschen Donner mit drin sein. Das macht ja nichts. Alles halb so wild. So, das sind, ja, die können wir eigentlich mal forschen, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Machen wir. Und dann gucken wir mal, wir haben ja schon einen Teil von dem Wissenschaftspaket haben wir schon fertig. Wir haben panzerbrechende Munition hier liegen. Was ich vorhin überlegt habe, ist, dass hier die eine Maschine echt wenig ist, ne? Ich reiß mal die hier weg, die brauchen wir eh nicht mehr. Wir könnten eventuell schauen, dass wir da noch eine zweite mit hinbekommen. Würde vielleicht Sinn ergeben, oder? Dass wir hier so ein bisschen Platz aufräumen, dass wir noch eine zweite dabei kriegen, weil das wird nicht reichen. Wir können die Maschine ruhig so stehen lassen. Muni brauchen wir eh jede Menge. Erstmal muss das ganze Band volllaufen und dann brauchen wir auch einiges für die Pakete hier. Granaten, wie machen wir nochmal Granaten? Ah, Eisen und Kohle, ja, das geht auch. Wie viel Kohle haben wir eigentlich noch? 300k, das ist auch nicht mehr so viel, ne? Es geht zur Neige. Wir könnten ja theoretisch aus hier so einem Band einfach Granaten machen. Oder? Wo sollen wir da eine extra Leitung für legen? Nö, eigentlich nicht. Stahl. Ja, Stahl. Was wir machen könnten. Ja, das machen wir auch. Wir legen jetzt von dieser Leitung aus. Wir können das ja hier herstellen, ne? Hier haben wir ein bisschen Platz, da können wir das machen. Machen wir auch. Würde das Einfachste sein. Die Frage ist, wie viel brauchen wir davon? Wir brauchen 8 Sekunden eine Granate. Auf wie viel wollen wir denn gehen? Jede Sekunde ein Fläschchen. Pro Sekunde ein... Wo sind sie denn da? Boah, das wäre... 2 Wissenschaftspakete in 10 Sekunden. Sprich, wir bräuchten 5 Maschinen, richtig? Dann haben wir 1 pro Sekunde. Das heißt, wir brauchen auch 5 Granaten pro Sekunde. Nein, pro 10 Sekunden. Also alle 2 Sekunden eine Granate. Das heißt, wir brauchen alle 2 Sekunden eine Granate. 8 Sekunden braucht die Maschine. Brauchen wir 4 Maschinen. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe, dann stimmt das. Wir werden sehen. So, forschen. Module. 4 Maschinen. 1, 2, 3, 4. 4. Ah, und dann fällt mir noch ein, was ich noch sagen wollte. 2 Sachen noch. Ihr habt ja sicherlich schon gesehen, das Video, was ich gemacht habe wegen dem Teamspeak. Wir haben jetzt einen Community-Teamspeak-Server. Da kann jeder von euch drauf, wann er und wie er lustig ist. Ja, der ist für jeden frei zugänglich. Braucht da keine Registrierung und nichts. Ja,
können da drauf gehen, können quatschen miteinander. Ich bin auch immer sehr häufig da drauf. IP ist in der Beschreibung oder halt das Video. Wenn ich dran denke, verlinke ich es. Wenn nicht, dann in der Beschreibung. So, ich frage mich gerade, ob das Band ausreicht, ja. Die Kohle schon. Vielleicht müssen wir tatsächlich hier upgraden. Irre. Irre. So, was wollte ich gerade machen? Ich wollte das hier rausführen. So. Wollen wir das puffern? Wollen wir überhaupt da was puffern? Macht das Sinn, Granaten zu puffern? Wir lassen es erstmal weg, ja. Wir können immer noch da einen Pufferspeicher irgendwie zwischenwerfen, wenn es denn nötig ist. Aber ich denke, fürs Erste reicht es. Dann brauchen wir Geschütztürme. 20 Eisen, 10 Kupfer, 10 Eisenzahnräder. Könnten wir hier, da hätten wir eine Leitung. Wir könnten aber auch Eisen und Kupfer da hochlegen, weil Kupfer haben wir hier schon. Das heißt, wir benötigen eigentlich nur Eisen. Und Eisen haben wir auch hier. Dann machen wir das so. Dann machen wir nämlich jetzt so. Und so. Dann so. Dann machen wir... Können wir da Zahnräder bauen in der kleinen Maschine hier? Nee. Verdammt. Dann machen wir hier Zahnräder. Wo sind denn die? Bin ich blöd? Da. Mir geht gerade alles zur Neige. Das kann doch nicht sein. Warum fehlt mir denn alles? Ich brauche vor allem noch Maschinen. Die kann ich nicht bauen, weil ich kein Holz habe. Ah, ich brauche einfach von denen hier welche. Dum, 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 dum. Zack, da können wir wieder welche bauen. Sehr schön. So. Dann knicken wir das hier raus. Legen das hier hoch. Und jetzt ist die Frage... Wir brauchen 20 Eisen und Kupfer. Das Auto wegfahren. Ich überlege gerade, wie wir das am blödesten machen. Warte mal. Wir könnten das hier so machen. Legen das hier lang. Dann machen wir hier die Maschinen hin. So. 3, 4. Ziehen den weiter runter. Dann können wir nämlich hier reinknicken, da reinknicken, da reinknicken. Zwar ein bisschen umständlich, aber ich glaube, es funktioniert. Und da machen wir den Output hin. So, der muss dann natürlich lang werden. So. Die müssten ja eigentlich... Die legen das dann nach hinten und dann habe ich hier ein Doppelfließband mit dem, was ich haben will. So. Und jetzt brauchen wir noch von der Einladung her einen langen. So. Damit der das Kupfer greift. Und dann sollte das funktionieren. Die Frage ist nur, ob der hier schnell genug ist. Das ist wichtig, dass der schnell genug ist. Wir könnten sagen, okay... Nö, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nicht sagen, dass der beidseitig das Band voll wirft. Muss er nicht. So. Das noch ein Stück hochziehen. Bis hierhin. Ja, habe ich mir fast gedacht. Das Eisen kackt natürlich übelst ab jetzt. Da brauchen wir definitiv ein schnelles Band. Und wir brauchen auch einen schnellen Entlader. Haben wir die eigentlich schon? Haben wir noch nicht. Können wir die forschen? Können wir. 300. Eieiei.
So, ich würde sagen, ich bediene mich hier erstmal. Machen wir erstmal so. Davon ein paar. Dann hiervon ein paar. Und hiervon ein paar. Ach, verdammt. Ich habe meine Stoppuhr nicht gestellt und jetzt weiß ich nicht, wie lang die Folge ist. Ich schätze mal. Ich schätze mal, die Folge ist jetzt 12 Minuten 41. Grob geschätzt. Könnten auch 9 Minuten sein. Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig, beim Zocken zu schätzen, wie lange man es schon zockt, ja. Teilweise gibt es ja Spiele, da sitzt man, weiß ich nicht, dran, zockt die und denkt dann irgendwann so, oh ja, man könnte ja mal so langsam aufhören, oh, schon 10 Stunden gezockt, ja. Alles schon gegeben. So, jetzt müssen wir noch irgendwo die Fläschchen herstellen. Die Forschung würde ich sowieso umbauen wollen, ja, weil wir haben ja jetzt eh mehr... Wir haben keine roten Fläschchen mehr. Alter. Ich kriege ein Kälbchen. Da ist das blöder gelber Knicki, der hier die Forschung stehen lässt. So, wie sieht es denn jetzt aus hier mit Eisen? Ja, wir brauchen den Belader. Wir brauchen den Belader. Entlader. Eigentlich ist ein B-Lader. Aber geht tatsächlich relativ zügig, ne? So. Bronzeplatten? Das ist nicht sein Ernst. Bronze? Was zur Hölle ist Bronze? Das gibt's nicht. Oh, nee, oder? Dann machen wir jetzt hier Trick 17, ist mir auch egal. Bronze. Wo zur Hölle soll ich Bronze herkriegen? Ich krieg ein Kälbchen. Bronze. So, haben wir auch einen roten Entlader. Passt schon. Bronze. Wahnsinn. Wie zur Hölle kriege ich Bronze? Muss ich jetzt mal gucken. Bronze. Kupfer und Zinn. Oh ja, das ist ja easy going. Da können wir ja eigentlich mal gerade so eine Handvoll machen, oder? Wir haben hier oben Zinn, wir haben Öfen, wir haben ein bisschen Kohle, wir haben ein bisschen Kupfer. Lass uns doch mal hier so eine Handvoll basteln. Zinn, Kupfer. Zinn, Zinn, Kupfer. Dann machen wir. So, Forschung. Elektrolyse. Nee. Wir brauchen Stapelgreifarme. Das ist immer gut. So. Das Platzmanagement passt mir gerade irgendwie überhaupt nicht. Also ich glaube, ihr könntet durchaus damit recht haben, dass in Folge 20 hier der große Umbau startet, ja. Weil es schon echt... echt blöd. Sollen wir einfach die... hier abnehmen? Können wir eigentlich... das können wir echt machen. Also jetzt so echt so. Warte mal. Das brauchen wir, glaube ich, eh nicht, oder? Ne, wir haben hier oben ein großes stehen. Ja, das reicht. So. Dann machen wir nämlich ganz stumpf das so. Und bauen da unsere Fläschchen. So, wie viele hatten wir jetzt gesagt, wollen wir machen? Zwei, nee, eins pro Sekunde oder eins pro zwei, eins pro Sekunde haben wir gesagt. Eins pro Sekunde heißt fünf Maschinen, ja. Fünf Maschinen bauen ist blöd, deswegen machen wir sechs.
Dafür brauche ich Eisenplatten. Irre. Hier kommt zu wenig Kupfer. Ach, warte mal. Wir brauchen ja auch diese dann hier, ne? Oh, Backe. Oh, Backe. Oh, Backe. Unser Kupfer kackt ab. Ja, das heißt Kupfer anbauen, ne? Automatisierung. Ja, das geht schnell. Das können wir forschen. Ja, da bringt uns auch hier so ein rotes Band nichts, wenn da nicht genug rauskommt. Dann kann auch nicht mehr hochkommen. Aber wir machen erstmal hier das Ding jetzt fertig, so, damit hier Fläschchen kommen und wir anfangen können zu forschen. Das ist wichtig. So. Zack. Dann brauchen wir... Ach, Knickis gehen auch schon wieder zur Neige. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe ja nichts mehr. Komplett ausgebrannt hier. Was Eisen angeht. Schlimm. So. Fetch. Ja, dann haben wir hier unsere Fläschchen. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Ach, die können wir auch. Ja, gut. Ja, gut. So, Ströme. Lang. Und lang. Sie laufen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann machen wir hier eine Pufferkiste hin. Habe ich noch eine Kiste irgendwo? Boah, jetzt kein Lagerhaus hinsetzen. Wofür auch. Machen wir erstmal. Erstmal ein paar. So, das reicht. Was forschen wir jetzt noch? Modulare. Oh, wir können schon modulare Rüstung forschen. Ja, cool. Jedes Mal, wenn ich die Forschung mache, fällt mir ein, dass ich eigentlich nicht forschen wollte, weil ich das ja umbauen wollte hier. Das ist schon nicht einfach, ne? Aber die Forschung war gerade noch fertig. Und dann kommen echt wenig Grüne. Da müsste ich eigentlich nur mal hier so ein paar schnellere Maschinen hinkleistern. Dann sollte das funktionieren. Die kacken auch schon wieder ab hier. Jedes Mal, wenn hier unten die Maschinen laufen, ja, dann schmiert das alles ab. So, einen noch und dann haben wir's. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe richtig gefühlt, hier kommt momentan auch wieder mehr Eisen, beziehungsweise weniger Eisen rein, als wir produzieren. Und das ist nicht gut. Dann werden wir mal gucken. Produktion, eine Minute. Wir produzieren 1,3K und verbrauchen 1,8K. Und das ist nicht so gut, ne? Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge, weil ich glaube, dass wir am Ende der Folge sind, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich befürchte es. Doch, ich schmeiße jetzt die Forschung noch an hier. Wir forschen noch das hier. Ich befürchte, dass wir in der nächsten... Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, Freunde, wir sind am Ende angekommen. In der nächsten Folge machen wir dann ein bisschen mehr Kupfer und ein bisschen mehr Eisen. Wobei das Eisen sehe ich schon mit 360k am Ausgehen. Allerdings haben wir es auch nicht so weit zu neuen Eisenfeldern. Ja, hier 1,7 Mille läuft, kein Ding. Können wir uns Neues holen. Was wir allerdings machen müssen, ist Kupfererz. Wir brauchen mehr Maschinerien.
Und das werden wir in der nächsten Folge machen, damit hier unsere ganze Produktion mal ordentlich anläuft. Dann werden wir die Forschung umbauen. Und ich denke mal, das wird schon. Also Freunde, das wäre es gewesen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich würde sagen, ja, bis morgen. Ach so, genau, da fällt mir ein, ja, für alle, die es noch interessiert. Ich habe vor, dass ich die Factorio-Videos nur noch alle 2 Tage rausbringe, weil ich plane ein weiteres Projekt. Was es sein wird, werdet ihr dann höchstwahrscheinlich in Kürze sehen. Da habe ich mir so ein paar Gedanken heute zu gemacht, was das angeht, dass ich noch alle 2 Tage uploade, weil ich will es vermeiden, dass ich 2 Videos pro Tag rausbringe. Das wird auf Dauer zu viel und das schaffe ich zeitlich auch nicht so wirklich. Deswegen werden wir das auf ein Video beschränken und wenn dann noch ein zweites Projekt dabei kommt, würde es dann höchstwahrscheinlich so sein, dass alle 2 Tage nur noch Factorio kommt. Aber ich denke, das ist halb so wild. Gibt ja auch noch die Livestreams, die übrigens laut Plan jetzt immer mittwochs laufen sollten. Ihr könnt da auf jeden Fall dann immer mal wieder reinschauen und gucken. So, jetzt höre ich auf zu forschen. So, Freunde, macht's gut, haut rein und tschüss.